Hallo, schönen guten Morgen. Ich bin's Andrea, live aus meinem Kreativstudio. Ich hoffe, ihr seid auch schon fit und seid wach, so wie ich das auch bin. Ja, heute geht es ja um den Teil 2 zu dem Fluid Painting Bild. Ich hoffe auch, dass der Ton heute besser ist. Und ich werde wahrscheinlich auch noch eine Zusammenfassung von den beiden Livestreams machen für ein Do-It-Yourself-Video, also ein Tutorial, wo ihr alles noch einmal komplett seht und es nochmal nachvollziehen könnt. Ja, und beim letzten Livestream sind mir ja noch Farben übrig geblieben. Die habe ich dann natürlich auch gleich verwendet. Und zwar habe ich hier so eine, ja, ich weiß nicht, Holzkiste, da war was drin verpackt. Und da möchte ich mir ja noch ein Tablett draus basteln, also ich bin damit noch nicht fertig. Aber hier habe ich diese Farben schon mal rein, die mir übrig geblieben sind und habe praktisch in dieser Kiste, kann ja auch eine Schublade sein, Fluid Painting gestartet. Und ihr seht auch, hier sieht man es jetzt, es glänzt auch schön. Also ich habe hier jetzt als Versiegelung verwendet einfach Serviettenlack. Habe ich mit Wasser verdünnt, hier reingegossen und dann einfach verteilt. Und es ist natürlich dann auch kratzfest, stoßfest. Das ist wirklich super, eine ganz tolle Sache. Also damit kann man natürlich auch seine ganzen Schubläden ausgestalten. Ja, da hat man ja viele Möglichkeiten. Ja? So, jetzt schauen wir mal, irgendwas hat hier gepiepst. Mir ist das alles nicht ganz geheuer. Ja? Okay, also, das wollte ich euch mal zeigen. Da gibt es aber irgendwann noch ein Tutorial dazu. So, dann kommen wir zu unserem Bild. Und zwar habe ich aber auch schon etwas vorgearbeitet. Ich schaue mal, ob ich euch jetzt schon mal ein bisschen andersrum mit drauf bringe, damit ihr mal seht, was ich hier habe. Ja, genau. Und zwar habe ich natürlich in der Zeit, es sind jetzt auch schon 2 Wochen rum, ein bisschen weiter gemacht. Ich habe erstens einmal mir einen Spruch ausgedruckt aus Word. Die Datei stelle ich euch, also die Vorlage stelle ich euch auch auf meinem, na, helft mir, Blog zur Verfügung. Dann könnt ihr es euch natürlich auch noch anpassen, vergrößern, verkleinern. Ihr müsst natürlich immer einen Posterdruck ausdrucken und wahrscheinlich auch mit der Skalierung arbeiten. Also ich muss das immer machen und es funktioniert super. Dann natürlich zusammenkleben, hier auf, das Bild auf, also auch aufkleben. Ich klebe mir das immer hin, damit es wirklich gut hält. Dann habe ich dieses Mal verwendet Kohlepapier, und zwar ist das auch vom Pelikan, aber das ist mit einer Wachsschicht hinten. Das heißt, wenn man jetzt das benutzt und dann seinen Schriftzug nachfährt, gibt es keine Verwischungen. Das ist natürlich ganz toll und trotzdem lässt es sich super wegradieren. Ja? Also ich habe jetzt hier auch noch mein Ausrufezeichen hier zu machen, das zeige ich euch jetzt auch gleich. Und dafür verwende ich so einen Pinsel. Der hat eigentlich, ich weiß nicht, für was man den alles verwendet, den verwenden auch diejenigen, die zum Beispiel so, die Seite nehme ich, die Blumen aus Papier machen oder ich glaube sogar in Nagelstudios, die verwenden das auch. Ja, also auf jeden Fall, das Thema noch super. Aber ich habe dann noch festgestellt, mit der breiten Seite wäre es natürlich ganz clever, weil dann hätte ich gleich einen breiteren Strich. Aber so gut das Wachspapier ist, also muss man die dünne Seite nehmen. Festgestellt, man sollte, wie soll man sagen, jetzt nicht einfach nur gerade entlang fahren, das nützt nichts so einmalig, sondern man muss wirklich ein paar Mal so nachgehen. So, dann kann man das hochnehmen. Ihr werdet jetzt aber gleich sehen, dass ich wirklich gut vorgearbeitet habe, damit ihr heute am Morgen nicht eine Stunde mit mir verbringen müsst, sondern dass das relativ zügig geht, denn wir wollen das ja heute fertig bringen. Also machen wir das mal hoch. Ja, und ihr seht, ich habe hier ja auch schon vorgearbeitet. Hier sieht man schon die Jute-Schnur. So, und jetzt zeige ich euch das mal. Und zwar mache ich das heute so, dass ich euch auch nach unten klappe, damit ihr einfach auch mehr von dem seht, was ich tue, so wie ihr das von meinen Videos her kennt. Ja, dann seht ihr halt weniger mich, aber wenn ich das Gefühl habe, ihr müsst mich sehen, dann schalte ich natürlich wieder um. Was ich euch noch zeigen möchte, ziehe ich das nochmal runter, da haben wir jetzt gar nicht mehr. Ich habe das hier
das Bild natürlich auch versiegelt. Da könnt ihr natürlich genauso den Serviettenlack verwenden. Oder aber ihr nehmt Versiegelung für Kreidefarbe, das geht natürlich auch. Oder man verwendet diese Sprays, wo man auch bei Acrylbildern verwendet, zum Aufsprühen, zum Versiegeln. Also da geht alles. Wichtig ist nur versiegeln, damit es dann besser geht mit dem Aufkleben, mit der Jude. Ja, ich zeige es jetzt mal, geht mal hoch. Schaut her. Ihr seht da auch schon das Y, ja, hier sieht man es. Und hier habe ich jetzt gerade mal Ausrufezeichen gemacht, das ist Schwäche, das ist hier, das seht ihr jetzt nicht so gut. Ja? Aber hier ist mal das Y und hier oben bei dem Wonderful müssen wir auch noch was machen. Also ich klappe euch jetzt mal ein bisschen nach unten. Was wir natürlich heute auch brauchen, ist eine Heißwachsklebepistole. Ich habe hier eine, die mit Akku ist, die lädt sich ganz, ganz schnell auf. Also für solche Arbeiten ist sie gut geeignet, weil man da ja wenig Wachs auf einmal braucht. Aber wenn man jetzt größere Objekte zu machen hat, wo man wirklich viel Wachs auf einer Fläche braucht, dann sollte man eine nehmen, die vorne eine größere Düse hat. Aber dafür ist die halt wirklich ratzfatz heiß und man kann sofort das Arbeiten starten. So, ich klappe euch jetzt mal nach unten, damit ihr auch was seht von dem, was ich mache. So. Ah ja, muss ich euch ein bisschen nach vorne klappen. Aber jetzt. Ja? So, also ihr seht jetzt Bild und nicht mich. Und ihr seht auch, dass ich hier ja schon angefangen habe zu arbeiten mit diesem Wonderful. Ja? Hier bin ich aber noch nicht fertig. Also man kann auch hier teilweise sogar noch das Kohlepapier, den Schriftzug darunter sehen. Den kann man dann wirklich wegratieren. Und ich habe mir auch den Schriftzug immer in der ganzen Breite aufgemalt. Auch wenn die Judeschnur ja nicht so breit ist. Aber dann hat man mehr Spielraum, das Ganze nachzuarbeiten. Und hier, das kann man wirklich wunderbar rausradieren. Ja, also das geht wirklich ganz, ganz toll. So, also dann würde ich sagen, dann wollen wir mal. Es ist heiß. Ja? Also ich schaue mal erst, wie will ich es gelegt haben, wie soll mein Verlauf sein, damit ich dann weiß ungefähr, wie ich mein Wachs auftrage. Und ich mache das auch wirklich nur stückchenweise, immer nur ein kurzes Stück und mache es dann fest. Ich habe es auch mit Kleber versucht, aber mit Kleber ist das Problem, die Judeschnur hat zu viel Eigenleben, zu viel Eigenspannung. Das heißt, das funktioniert nicht so gut, es bleibt nicht liegen. So, und das, was immer zu viel ist, mache ich gleich weg, weil wenn es noch leicht warm ist, dann geht es ja wunderbar. Schön fest andrücken. Ich kann euch ja mal erzählen, wo wir gestern waren. In der Zeit, gestern waren wir in Neumarkt, auf dem Trödelmarkt. Der war recht schön, weil er ja außen und innen ist und das Wetter hat auch ganz gut mitgespielt. Also es hat auch nicht geregnet. Für alle, die vielleicht nicht dort waren, es hat nicht geregnet. Ja. Und wir haben auch ein paar tolle Sachen gefunden. Der Tobi gerade für sein Skylander-Zeug da, wieder neue Figuren zum super Preis. Also man muss ja immer Glück haben, dass viele private da sind. Dann hat man auch wirklich gute Preise, wo man sagt, dafür kann man das wirklich kaufen. Und ich habe einen ganz tollen, großen Weidekorb erstanden. Der hat gerade mal 5 Euro gekostet. Ein Riesenteil. Also hoch vor allem auch. Und da wird es noch, ich mache ja noch ein Herbstvideo, zeige euch dann am Ende auch mal noch was, was ich schon vorbereitet habe. Ein Herbstvideo. Und da wird er natürlich auch eine Rolle spielen. Denn sicher habt ihr auch noch Weidekörbe zu Hause. Die möchte ich vielleicht noch mal ein bisschen anders gestalten möchte. Man schaut her und es geht wirklich ziemlich zügig.
Heute habe ich gar keinen Kaffee oder Tee da. Irgendwie ist mir heute die Zeit davon gelaufen. So, ist Jude Schnur fixiert und das Ende natürlich dann einfach mit der Schere abschneiden. So, schon fertig. Jetzt kommen wir mal hier, wenn wir etwas doppellagig machen. Ihr seht das, ne? Genau, hier sind wir daheim. Da ist es natürlich dann wieder ein bisschen anders. Also ihr seht, hier habe ich ja auch mit sogar 3 Schnüren gearbeitet, um hier den Effekt hinzukriegen, dass das wirklich dicker aussieht. Also hier fange ich jetzt wirklich mit einer Kurve an und dann kann ich mich ja hier überarbeiten und noch einmal da drin arbeiten. Also je heißer, dass es Wachs wird, die Maschine, je mehr kann ich dann doch schon vorarbeiten. Dann gehen wir hier rüber. Bei uns ist es jetzt so schnell Herbst geworden. Ich wollte mich noch gar nicht mit dem Herbst machen. Und schau hier. Und dann hier wieder zurück. Dann schneiden wir es einfach ab. Und das muss man natürlich auch reinkleben. Das muss ja auch schön halten. So, und dann kommt schon das große Y, also der große Teil vom Y hier auf der rechten Seite. Da können wir jetzt schön hier vorbeigehen. Schwarz, ne? Da ist dann natürlich immer schwierig, auch schwarzes Kohlepapier zu sehen, aber es geht, dass man erkennt, wo man lang will. Nachladen. Heute wäre ja bei uns hier in Hilbertstein auch Trödelmarkt, aber bei uns regnet es jetzt gerade und das ist gar nicht schlecht. Also weiß ich nicht, ob wir jetzt da noch gehen werden, ob da überhaupt genügend Leute da sind, dass es auch was zum Sehen und zum Kaufen gibt. Das Praktische, der ist ja gleich bei uns ums Eck, also wir sind da in 2 Minuten dort. Einzig ist immer mit diesem Wachs, ne? Dass ich da diese Fäden so ziehe. Aber wie das halt so im Leben ist. Da bin ich zu eng gewesen, also schneiden wir es hier mal ab. Wer mein Video von den Judesohlen kennt, ja, das ist ja ähnlich, nur dass man da halt mit Kleber arbeitet, aber auch so seine Schnur reinlegen, abschneiden. Natürlich wie immer unten reinlegen. Dann könnt ihr das selber entscheiden, ob ihr die vielleicht da bestellen wollt. Ob ihr genau dasselbe verwenden wollt. So, sind wir dann bald fertig hier.
Sowas ist natürlich auch ein schönes Geschenk hier. Sowas kann man jedem einmal schenken. Auch kann man ja auch in klein machen. Muss ja nicht so ein riesiges Bild sein. Jetzt zeige ich euch mal den Reißzwiebeln, wie ich den jetzt machen werde. Ich fange hier in der Mitte an. Und dann nehmen wir das hier, also den Punkt sozusagen. Dann nehmen wir das hier auch so. Könnte man den natürlich noch da auslaufen lassen. Das können wir noch machen. Man darf ja von der Vorlage abweichen. So. Fertig. Ja. Und ich möchte mal was zeigen, was ich gemacht habe, was er dann auch noch, was man so frei, ja, ich sage jetzt mal Frankes würde sagen, und ein Bayer frei Schnauze. Ja. Ohne Vorlage habe ich hier unten auch eine Blume aufgeklebt mit der Jude-Schnur. Wir können sowas ja jetzt mal hier unten noch machen. Wir können uns ja hier auch nochmal sowas her machen. Das heißt, Achtung, ich darf nicht zu arg wackeln. Ich habe einfach eine Blüte, die erste hier mit der Kreidefarbe mit Max vorgelegt und dann meine Jude-Schnur drauf. Ja. So, und jetzt bin ich wie ein Achter, also auf der anderen Seite wieder weiter. Und es muss ja auch alles gar nicht absolut akkurat sein. Und dann können wir hier noch eine Blüte hersetzen. Und ich mache das immer mit so einem Achterschlag. Hier seht ihr mal, hier ist die große Jude-Schnur, der Pollen. Also da kann man einiges mitmachen. Jude-Schnur, so wie Kreidefarbe auch. Und dann legen wir hier noch die Schnur raus. Ich glaube, das habe ich jetzt zu eng gemacht. Das schaffe ich wahrscheinlich gar nicht in den Kurven. So. Schon erledigt, so schnell kann das gehen. Ja, jetzt sind wir hier mit den Wachsarbeiten sind wir fertig. Ich mache jetzt auch mal den aus. Dann sehe ich hier, habe ich noch ein bisschen zu viel, aber das kann ich später auch noch wegmachen. So. Also jetzt ist schon mal, das Bild an sich ist fertig. Ich schaue, was ich das dann für euch am Schluss noch im Großen drauf bekomme. Jetzt haben wir noch eins zu tun. Wir müssen uns Löcher bohren. Also hier habe ich schon gebohrt, hier seht ihr es auch, ja, hier ist es schon drin. Aber wir brauchen das Loch natürlich auch noch auf der anderen Seite, das müssen wir auch noch machen.
So, gehen wir mal hier. Ist auch gar nicht weiter schlimm. Ich brauche einen Bohrer. Ich habe mir das auch schon markiert, wo ich bohren will. Wichtig ist natürlich, sich was drunter zu legen, dass er, damit man nicht in den Tisch bohrt. Falsch schon. Extra. So. Haben wir das auch erledigt? Jetzt ist mein Loch irgendwie zu, ich sehe es nicht mehr. Jetzt. So, und her. Ein Loch. Und damit man das Bild jetzt aufhängen kann, ist das ganz einfach. Man nimmt hier die Juli-Schnur, man geht hier durch. Und macht das von hinten. Wie immer natürlich nicht. Mache ich jetzt mal wieder ein bisschen größer, dass er ein bisschen mehr sieht. Ich nehme jetzt einfach eine Nadel. Mit der geht es wunderbar. Das ist so eine Wollnadel. Mit einem flexiblen Öhr. Ziehen wir durch. Dann macht man einfach. Hier mit dem, damit ihr auch alles seht. Ne? Einfach einen Knoten. Also der Knoten muss natürlich größer sein als das Loch. Ich mache jetzt hier einen Doppelknoten, weil das Bild ist ja auch schwer, dass das auch wirklich gut hält. Dann zieht man das an. Doch nochmal runter. Schaut her. Na, zieht man das an, dann geht man zur anderen Seite rüber. Also ich schneide jetzt einfach mal ein Stück ab. Gehe auch hier wieder mit meiner Nadel von hinten durch. Also beim Bohren müsst ihr natürlich aufpassen, dass auch das Bohrloch die Größe hat von eurer Jute-Schnur. So, das wäre schon und damit kann man das ganze Bild aufhängen. Und jetzt möchte ich schauen, dass ich euch das ganze Bild nochmal hier zeigen kann, dass ihr das im Ganzen nochmal seht, ob ich das hinkriege. So, jetzt. Ja. Ich mache natürlich auch ein schönes Bild davon für das Video als Thumbnail und ihr werdet auf meinem Blog noch mehr Bilder dann zu dem ganzen Projekt finden, also zu dem fertigen Bild, damit ihr auch seht, wie toll das aussieht. Ja, damit sind wir mit unserem Fluid Painting Bild schon wieder fertig. Zum Glück, gell? Das soll ja nicht immer alles so lange dauern. Aber ich möchte euch noch was zeigen. Ich habe noch was vorbereitet für Herbst. Zeige ich euch mal schnell. Und zwar war ich gestern mit dem Tobi im Wald und da haben wir noch ein bisschen was gesammelt. Jetzt ist ja alles noch so schön grün, die Eicheln und auch bei den Kastanien, die Hülle. Und wir haben die gewachst. Ja, schaut mal hier, eine richtig große Kastanie haben wir gewachst. Dann weiß gar nicht, was das hier für ein Blütenzauber ist. Ja, auch gewachst. Und was ganz toll auch wird, das sind die Eicheln, wenn sie noch grün sind, wenn man sie wachsen tut. Sieht aus, wie wenn sie so eine Frostschicht drum hätten. Schaut her. Ja. Und Blätter habe ich auch gemacht. Ich zeige es euch mal kurz. Es gibt alles Mögliche im Wald. Ja. Also was ich festgestellt habe, diese Blätter hier, diese, ich glaube, das ist Ahorn, ne? Die gehen wunderbar, die werden ganz toll. Ja, so wie wenn sie, ja, kann man gar nicht beschreiben, wie wenn man sie kaufen würde, fühlen sich ja an, so wie eine Wachsschicht. So was hier habe ich auch mitgenommen, habe ich auch gewachst. Was mir aufgefallen ist, wenn die Blätter
von sich aus sehr fein sind und auch feuchter, so wie von unserem Trompetenbaum, dann werden die so. Die kriegen dann so braune Flecken. Schaut her, ganz unterschiedlich, finde ich jetzt aber auch ganz toll. Ja, also da kann man natürlich viele Sachen sammeln. Oder dieses rote Zeug hier, ja, haben wir auch ins Wachs getaucht. Aber das zeige ich alles in dem Herbstvideo. Da ist es dann alles mit drin. So, ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag. Denkt dran, auf meinem Blog findet ihr dann vielleicht so in 2 Stunden dann auch noch Bilder dazu und natürlich auch die beiden Videos. Und je nachdem, wie ich schaffe, werde ich nochmal ein Tutorial-Video zu dem Ganzen machen, zu beiden Livestreams, einfach in kompakt zusammen, ja, Kurzfassung, damit man das Ganze nochmal nachmachen kann. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Kreativsein, freue mich, wenn wir uns beim nächsten Do-It-Yourself-Video wiedersehen. Das ist nächsten Sonntag um 8 Uhr. Da geht es um einen IKEA-Eck oder auch Shabby-Chic. Also auf jeden Fall habe ich eine Kommode von IKEA umgestaltet. Die ist wirklich ganz toll geworden in diesem French Country Finish. Schaut es euch einfach an, wird euch sicherlich auch gefallen. Ja, und so geht es natürlich weiter und danach sollte dann das Herbstvideo kommen. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Bitte schön, dann los.